So, hi Leute, machen wir weiter heute. JVK Racing League. Nächste Formel 1 Liga steht an, unsere eigene. Oh, pardon, ich habe noch was vergessen. Jetzt mache ich noch Werbung für Inge, für die ISL. So, dann, so, swap. Und schon umgeändert. Passt. Also, Grand Prix in Österreich, 36 Rennrunden stehen heute hier ins Haus. Und es wird mit Sicherheit, ja, sehr, sehr spannend werden. Wir haben trotz Valentinstag hier 19 Fahrer mit am Start. Und wie ihr es natürlich kennt, kurzes Quali und dann gib ihm im Rennen. Servus, Mobby. Na, alles fit? Moin, Lötsch. Dir natürlich viel Glück auf der Piste. So, es wird noch geladen. Hoffen wir natürlich, dass heute alles glatt läuft. So, jetzt sind wir drin, genau. Alle Fahrer angezeigt. Ich mache natürlich hier nochmal die Renneinstellung ein bisschen höher. Natürlich, Valentinstag. Schaut deine Frau auch mit zu? Frau, Freundin. Bisschen Formel 1 TV, bevor bald ein Ende März natürlich wieder Real Life F1 losgeht. So, also, wen haben wir heute mit dabei? Robin, der erste auf der Strecke. Okay, da fahren wir direkt mal on board mit. Hallo, ich will on board. On board. Geht das nicht? Hallo. Bitte. Oh, natürlich nicht. So, also einmal on board kennenlernen. Moin, Lubica. So, also, jetzt rechts knick. Also hier diese 90 Grad Kurve. Na, die hat ein bisschen mehr als 90 Grad. Knickt so komisch rum. Die erste, würde ich sagen, ist ja ein bisschen weniger als 90 Grad. Aber diese beiden Kurven, die sind schon sehr unangenehm. Und die hier runter ist auch extremst hoch. Also da wird vor allem wegen Traktion werden viele da Probleme haben, durchaus, mit dem Wegrutschen. Okay. Na, Hauptsache ist, die ich Blumen bekomme. Oder Ring oder Rose. So, also, sehr kurze Runde hier und hauen wir rein. Lubica, streamst du das selbst auch? Oh, Robin hat schon vermasselt jetzt. So, wer ist denn dahinter? Da haben wir... Genau, da ist er! Justice! Unterwegs auf der fliegenden Runde auf Softs. Lubica, kommentierst du das auch nur oder fährst du auch mit? Oder wie machst du das da? Oder streamst du generell jetzt zum ersten Mal eigentlich? Eine 22er Zeit hatten wir jetzt Sektor 1 gehabt. Jetzt gucken wir mal unten so knapp über der 50er Zeit. Werden sie sein in Sektor... Ne, stimmt gar nicht. Runter. Okay, 44,662. Ah, jetzt hat Justice auch hier den Fehler drin gehabt. So, wen haben wir jetzt dahinter? Das sind Alpha Tauris. So. Beermann hat abgebrochen, dann muss ich rüber zum Kollegen Shikuro. Der ist auf fliegender Runde unterwegs, der 44,5 in Sektor 1. Du musst kommentieren, also echt. Das macht man ja hier, just for fun. Okay, so eine 1,04, gefolgt von 1,055. So, dann, was macht Lixos heute in seinem neuen Dienstauto als Ersatzfahrer im Williams. Shikuru eine 142. Krupp eine 1044. Ja, also kommentieren ist nochmal was anderes. Das war ich beim ersten Mal auch. Ob es dann so 100 pro passt oder so, ne? Aber ist ja jetzt eure Liga, oder? So, Lixas eine 1,51.
So, jetzt aber rüber zu einem Pole-Anwärter, nämlich Beermann 44359. Der ist schneller. Und Leroy verbleibt noch in der Box. Der guckt sich das erstmal an. Also wie gesagt, zum ersten Mal kommentieren, das ist noch eine Hausnummer, ne? Eins, drei. Nein, es hat nicht gezählt. Und das heißt, in der letzten Kurve ist er rausgefahren. Oh, ganz bitter. So, jetzt haben wir die. Ne, wäre mal hier. Die Macht, bleiben wir drauf. 44, 5, 3, 6 in Sektor 1. Ach so, ach ja, stimmt, okay. Und dann, hier, vom Trabant, oder? Die Liga, meinst. Dass du da kommentierst. Und die Macht. 1, 4, 3, Rang 2 auf Mediums. Wow. Also wenn das so stimmt, top. Wir fahren übrigens nur Kurzquali, ne? Wollte ich nur mal angemerkt haben. So, Bastel biegt in die Box ab. Dann haben wir Mitchell. Ah, eine 1, 5, 5. Aber die Macht hat sich da einen rausgehauen. Das war eine ordentliche Zeit. So. So, gehen wir jetzt nochmal zu Beermann. Steht da oben? Weil der muss Gas geben, sonst wird er disqualifiziert. So. Rumblebee in Sektor 1. War es auf jeden Fall, glaube ich, nicht so schlecht. Aber jetzt halt, wie viel Verkehr er noch in der ersten Kurve oder in der zweiten Kurve da oben gehabt hatte. Kann sich natürlich auswirken. Rumblebees Zeit wurde nicht anerkannt. So, Justice auf der Fliegerrunde. Und dann haben wir noch Leroy. Oh, der ist noch weiter fortgeschritten. 16.003. Jetzt gefahren, Sektor 1. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Genau. Und DJ Kraus! Am Ende der Boxenausfahrt. Eine 1.5257 steht da. 44.511 von Leroy. Das ist anderthalb Zehntel langsamer als Beermann. Und ich weiß nicht, ob er an Shikuro oder Co. rankommt. Und er fährt auf Softs. Oh nee. Track Limits. Overtracked. So, Justice jetzt. Kriegt er es jetzt hin, hier die erste Runde hinzuknallen? Ja, das ist auf jeden Fall gezeitet. Eine 1-4-2, Platz 2, minimal 12.000stel zu Platz 1. So, Krupp Stalingrad, 40.000stel Sektor 1 hinter. Jetzt ist er 53.000stel schneller. Würde auch noch heißen, keine Platzverbesserung von Rang 4. Rumgekommen. Ah, jetzt reicht es tatsächlich für die 1-4-1 und Shikuro legt nach direkt dahinter. Eine 1-0-4-0. So, Leroys Zeit. Wieder natürlich nicht drin. Bastel kommt jetzt rum über Startziel und was erwischt er? Rang 5, 1-4-3-9-8. Wow. Also Wahnsinn. Die Macht in der Garage. Justice legt nochmal nach. Und Justice fährt eine 1-3-9-8-4. Baby Justice im Alpin setzt eine neue Benchmark.
Shikuro langsamer, Krupp wird auch langsamer sein, ist langsam. Bastl ist langsam unterwegs. Lixas ebenso. Was macht Papadanne? Der ist schnell. Ah, jetzt hat er auch Cranklimits überschritten. Und deswegen ist die Runde nicht gezählt. So, dann haben wir noch German Mado, unseren Roland auf der Strecke, jetzt Sektor 1, ne, 16,2, 72 Tausendstel. Robin ist leider langsamer, 2 Zehntel. Mal gucken, der wird in die Box kommen, denke ich mal. Da ist er, das war eng mit der Mauer. Also, bleiben wir drauf bei German Mado, der kann nach vorne fahren. Ja, ein Zehntel hat er jetzt draufgepackt. Oh, jetzt ist vorbei, vorbei, Track Limits. Oh, dann ist natürlich langsamer unterwegs auch. Aber Rumblebee, der hat noch keine Runde gefahren. Es ist 16.093, das ist super schnell im Vergleich. Muss er natürlich wirklich nur die Track Limits einhalten, ne? Ja, da ist er so Mittelmaß. Mittelmaß dabei, Rang 4, Rang 5. Da wirkt er mit. Die letzte Kurve noch erwischen, ja, war auch ein bisschen safe, aber er hat, ja, also deutlich jetzt. Sektor 3, das hat nicht gepasst, da muss er jetzt noch einen nachlegen, aber jetzt. Schauen wir doch rein, was P4 macht mit der Macht. So, Track Limits überschritten, kann er direkt nachlegen. Also es wäre eine 1-4-0 gewesen. Ah, jetzt zählt die Runde immer noch nicht, es war tatsächlich kurz vor Start und Ziel. So, rein zu Lurch. Platz 7 ist aussichtsreich und ist über die Track Limits drüben. So, legt Inge nochmal nach. Mit 2 gezeiteten Runden von Platz 9. Beide Mercedes dicht hintereinander. Ja, 14.000 holt sie raus. Der Haas verdünnisiert sich dort. Hat sie natürlich auch vorne noch 2 langsame Fahrer vor sich. Da muss er vorbei. Ja, 50.000stel nur. Aber 50.000stel würde heißen, Lurch ist schon mal in Gefahr dort. So, Krupp ist auch wieder draußen. Justice auch. So, und Inge aufpassen, noch ein bisschen Windschatten nehme. Aha, bisschen Verbesserung, Rang 9, sie hat Lurch wieder überholt. So, rein jetzt. Bastl ist 68.000stel schneller und Mitchell 9.000stel langsamer. Was kann Bastl damit ausrechnen? Das wäre nur, oder besser gesagt, Zeit wieder überschritten, besser gesagt die Track Limits. So, kann Mitchell jetzt noch was rausholen und sich von 6 noch mal ein bisschen nach vorne schieben? Na, er hat abgebrochen. Gut. So, dann ist neben der Strecke, aber so richtig, wird momentan nichts passieren. Was macht Lerch? Na, der ist 51.000stel langsamer. Also zu Platz 10 ist es schon, naja, fehlt nicht viel. Aber da muss ich kommen. Und Leroy hat jetzt ein Zeitgesetz übrigens, eine 1.04.035. Und hat sich auf die 3 gesetzt. So, Lurch um 3 Zehntel nach vorne gesprungen, Rang 7 wieder. So, die Macht ist wieder in der Box. So, Krupp Stalingrad und Leroy dahinter.
Leroy wird, glaube ich, jetzt keine Schnelle mehr fahren. Also, wow. Ich bin ein bisschen geflasht von der Leistungsdichte hier. Krupp ist 99.000stel schneller. Würde wieder ein Konter bedeuten gegen Leroy, Shikuro oder vielleicht sogar gegen Justice. Der Einzige, der eine 1-4er geknackt hat. Und das passt von der Linie. Von der Linie reicht's! Und das um 11.000stel vor Justice. So, Justice-Zeit ist aberkannt momentan. Leroy fährt in die Box. Bastel kommt rein. Lurch auch inside the box. Also jetzt wird es wirklich interessant. Bastel wird auch reinkommen. Das sind 3 Minuten auf der Glocke. Schauen wir gleich mal rein, wer da was macht. So, Robin ist erstmal ein bisschen schneller. 24.000stel. 2 Zehntel fehlen ungefähr zu Kojokari, zu Platz 14. Und dann D-Jack auf der 13. Und Behrenmann hat übrigens auch das Auto weggeschmissen. Das ist nur 19. So, jetzt der letzte Sektor, ob der noch passt für Robin. Ja, ein bisschen Verbesserung, aber es reicht nur für eine Zeitverbesserung. So, Roland ist ja langsam unterwegs halt, aber der kommt auch nochmal in die Box. So, Rumblebee hat sich mittlerweile vorgeschoben auf die 6. Aber jetzt bin ich gespannt. Die Macht bricht ab. Hat irgendwie Verkehr oder so, da hat es nicht vom Timing her gepasst. Also das ist spannend, Robin. Das ist spannend. Vor allem so eine Strecke wie Österreich, das ist super eng. So, die Macht hat abgebrochen. Shikuro. Pink in Sektor 1. Und hier, wer nur einen kleinen Fehler macht heute, der hat die nötigsten Tausendstel Rückstand, sag ich mal so. Ne? So, Shikuro, Sektor 2. Ist fast 2 Zehntel schneller. Shikuro greift jetzt nach der deutlichen Pole. Aber wir haben natürlich dann noch eine Minute zu fahren, wenn er über der Linie ist. Das passt! Vollspeed drüber, voll risky! Und eine 1-3-8-3-4! Reicht für B1! So, bleiben wir drauf bei der Macht, die auf Medium sein Auto dahingestellt ist. 2000stel Verbesserung, okay. Jetzt Sektor 1 mit diesem Reifenunterschied macht es wenig. Aber Sektor 2 und 3, das kann mit Softreifen nochmal eine andere Benchmark sein. Also ich kenne auf jeden Fall keinen, der sagt, Österreich ist eine Scheißstrecke. So, die macht jetzt 2 Zehntel. 2 Zehntel draufgepackt als Verbesserung. Heißt, momentan trotzdem noch Platz 5. Aber es wird nach vorne gehen. Letzte Kurve noch optimal erwischen. Perfekt ausgefahren. Und er stellt's auf die 2 mit einem Tausendstel. Mit einem Tausendstel Rückstand auf Shikuro. So, Leroy, Pink, Sektor 2. Er war aber langsamer. Momentan. Er zieht's aber natürlich durch. Wo geht's hin für Leroy? Das ist doch die Pole noch. Wahnsinn. 1-3-7. So, Bastel noch unterwegs. Nein! Mitchell ist doch mal 1,5 Zehntel schneller. Und mit 1,5 Zehntel kann er vielleicht noch Bastel holen.
Hat gepasst. Hier auf Platz 6. Er holt sogar noch Rumblebee und Bastel. Boah, 5 Fahrer hier, die die 1-4 knacken. Leroy auf Pole mit einer halben Zehntel Vorsprung vor Shikuro. Der wiederum hat ein Tausendstel Vorsprung vor der Macht. Und Leute, ich liebe dieses Spiel. So, Kotokari ist nochmal schnell unterwegs. Der ist nochmal über die Linie gekommen. Irgendwie. War jetzt nochmal schneller in Sektor 1. So, Sektor 2 Messpunkt. Wird es da noch für Kojo nach vorne gehen? Na, 61.000stel. Muss da jetzt eine andere Linie fahren aufgrund des Mercedes. Perry hat sich übrigens noch auf die 6 geschoben. Also, es ist wahnsinnig spannend hier. Ja, Kojo da sehr weit raus. Aber, oh, das sieht auch gut aus. Aber keine Zeitverbesserung mehr. Und, oder besser gesagt, ich glaube, wir haben einen kleinen Bug im Game. Und das heißt, Kojokari müsste wahrscheinlich, glaube ich, einmal raus aus der Lobby. Weil sonst wird es gleich nicht weitergehen. Jo, das hat man gesehen. Kannst du wieder reinjoinen? Dann probier's mal aus, ganz schnell, und guck mal, dass du dein Auto auswählst. So, also, da rechts seht ihr es, ne? Leroy, 49.000stel vor Shikuro, 50.000stel vor der Macht, Krupp Stalingrad und Justice sind auch innerhalb von 2 Zehnteln dran. Dann gibt's auch eine spannende Gruppe, Perry, Mitchell, Rumblebee, Bastel, Lerch. Also es ist irre, Leute, irre. Und Behrmann leider konnte nicht mitspielen so richtig, weil er das Auto verloren hat und ihm ausgesessen ist. So, ihr kennt es natürlich, Start um 20 Uhr, ne? Nicht anders. So, bis dahin natürlich nochmal ein bisschen rausgehen, muss ich auch mal was zu trinken holen, sonst werde ich gleich noch dahin gerafft hier, wenn das weiter so spannend ist und ich so viel labern muss. Einfach nur ein geiles Qualifikationstraining. Also, bis gleich.
So, also, jetzt wieder live drauf hier. 36 Runden Österreich Grand Prix unserer JVK Racing League. Ja, die letzten Sekunden laufen. Das Qualifikationstraining, also das war schon brutal. So, also jetzt hoffe ich, dass natürlich alles glatt läuft, nachdem Kujo da die Probleme hatte, leider mit der Leitung oder so, oder woran auch immer das liegt. So, gehen wir rein also. Es hat wunderbar funktioniert bis dato. So, also, vorne auf der Pole, Leroy, 49.000stel vor Shikuro. Die macht 50.000 zurück. Dann Krupp Stalingrad. Irgendwas mit 1017 oder so noch zurück. Ja, dann Justice auf 5. Er ja, sah auch durchaus wie ein Pole-Kandidat heute aus. Perry auf 6. 7. ist Mitchell. 8. Rumblebee. 9. Bastel. 10. Lurch im 2. Red Bull. 11. Lixas. 12. Papadanne. Also, das sind schon Mediums jetzt. Dann Inge auf der 13, auf 14 Kojo, auf der 15 D-Jack, ein ausgefallener aus dem Qualifikationsdurchlauf. So, aber ich wäre noch sehr dankbar, wenn mir schnell einer das Wetter hier reinschreiben könnte, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung es vielleicht geht noch. Robin auf 16, 17, da ist German Mado und Kojo hat noch da den roten Pfeil drüber. Ich glaube, das wird jetzt dann übernommen gleich, dann Enchan auf der 18 und Behrenmann leider aus der Qualifikation auch ausgefallen, konnte keine Runde setzen, deswegen nur auf der 19. Mal gucken, ob Leroy jetzt hier den nächsten Punkt setzen kann Richtung Meisterschaft. Also es ist super eng, also auch er kann sich keine Fehler erlauben, weil ein Fehler und es kann alles im Punkt, Punkt, Punkt sein. Von daher, an alle Fahrer erstmal jetzt good luck and good fight hier in Österreich. Wie man so schön sagt, eine Insel mit zwei Bergen. So, jetzt schauen wir es, ob es da auch bei Kojo sieht gut aus. Ja, er ist mit dabei. Sehr gut. So, also, let's start again. 36 Runde Österreich Grand Prix und los geht's. Und es scheint backlos zu gehen. Justice ist super. Oh, weggekommen. Musste aber dann auf die Eisen gehen. Und innen ein Ferrari probiert. Sehr riskant. Mitchell auf 7. Dann Perry auf 6. Justice 5. Grupp 4. Und da ist die Macht dahinter. Und Shikuro ist natürlich im Windschatten. Oh, und Lurchen Riesen. Wow. Boah, das war fast Dive Bomb. Aber es ist alles gut gegangen. So wie ich weiß, nur die anderen mussten natürlich auch auf die Eisen stehen. Und Kojo hat es in Turn 1 schon weggedreht. Und jetzt probiert es schon über außen hier Perry. Und der hat da mit dem Aston Martin mit Rumblebee nämlich zu tun und den lässt er fahren, den muss er fahren lassen, weil Rumblebee einfach die bessere Linie da hat. So, Perry dann Bastel auf 10. Das ist ja super spannend schon und es geht's mal ab nach vorne natürlich wieder. Denn wie gesagt, Leroy wird da wahrscheinlich kaum wegkommen von Shikuro, gerade hinter, wenn das DRS-Fenster aufgeht. Eine 1-9-2-2-7 erstmal das erste, was da steht. 4 vorneweg und dann hinter Justice kommen Mitchell und Kojo, keine Streckenbegrenzung unterschritten. Und dann weiter Ausblick vom Bastel. Ist doch aber an Papadame. Ah, Lurch in der Box mit Inge auch in der Box. Da muss was kaputt gegangen sein. So, dann mit der Attacke gegen Bastel. Nein, das geht noch nicht gut. Das geht nicht, das funktioniert nicht. So, wieder nach vorne. Und zwar, ja, Justice fährt sich so ein bisschen ran oder versucht's. Na, er verliert im Grunde ein bisschen Boden, muss man ja schon sagen. Weil die vier da vorne ein eigenes Tempo fahren. Oh, Shikuro jetzt nicht unbedingt die Linie, die optimal war.
Hinten ist nämlich die Macht, die fährt schneller, habe ich das Gefühl, dass die Macht momentan auf... kommst du nicht rein, Kojo? Oder was ist passiert, oder wie? Weil du bist jetzt raus. Also Leroy der 1-7 erstmal hingefahren. So, Rumblebee greift gegen Mitchell an. Und jetzt natürlich mit DRS. Mit DRS hoch zur 90 Grad Kurve und hinten auf Bastel. Mitchell bleibt natürlich innen aufpassen, das ist für beide eng. Aber noch okay. Weil Mitchell kann viel weniger nicht außen rum oder so, aber jetzt wird es klappen. Jetzt ist Rumblebee vorbei und die dahinter müssen natürlich auch aufpassen. Und Bärenmann schon auf 11 vorne. Das ist echt scheiße gelaufen, Kojo. Da. Es tut mir leid. So, Platz 10. Dann hinter Perry. Also das ist ein Wahnsinnsrennen, was hier gerade angezündet wird. So, jetzt muss ich nämlich nach vorne. Denn jetzt wird es, glaube ich, der erste Attack-Mode von Chikuro geben. Der hat sie natürlich schon durch. Der ist sehr weit rangefahren. Vielleicht jetzt noch nicht. Nein, jetzt geht's noch nicht. Aber jetzt, wenn er die weiter außen einfährt. Oh. Na, das. Puh. Nein, vielleicht hätte er die noch ein bisschen anders anfahren müssen, die Kurve. Um dann doch letztendlich vollends den Leroy anzugreifen. Die Macht auf der 3. Oh, und Chikuro, der hängt da wirklich am Auspuff. So, hinten jetzt Mitchell, der den Platz auch hergeben musste gegen Perry. Und dann Danne innen mit Aston Martin, mit Alpha Tauri, mit Bärenmann. Und Bärenmann ist vorbei auf Platz 9 mittlerweile schon. Sensationell nach vorne gekommen schon von Bärenmann. Dann versucht er vielleicht mal zurückzukommen, aber das wird schwer. Perry kann sich jetzt vielleicht von Mitchell absetzen. Rumblebee fährt auch safe, Justice auch. Aber vorne die 4. Das ist Wahnsinn. So, jetzt ist Chikuro dran und er probiert es außen. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Leroy da? Na, Leroy bleibt auch innen. Das ist total fair. So. Jetzt muss eigentlich der Angriff kommen. Jetzt kommt der Angriff über außen von Chikuro. Mal gucken, wie es innen aussieht. Da wird keiner den Teufel tun, was anderes zu machen. Leroy ist noch innen und verteidigt. Super! Leroy bleibt vorne. Dann die Macht auf 3 und dann Krupp auf der 4. Boah, ist das hier ein Fight. Und die Macht zeigt sich jetzt. Die will vorbei, aber nicht mit aller Macht. So, jetzt mal on board beide Macht reinschauen. Die sind alle innerhalb von 3/4. Und da sieht man es, der hat... Oh, das ist ja geil. Und jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Jetzt kann sich Leroy nicht mehr wehren. Die Attacke ist aufgegangen. Und natürlich, die Macht kann vielleicht nochmal die Situation ausnutzen. Aber jetzt hat Leroy auch DRS. Und Chikuro nicht mehr. Ah, alle das gleiche Problem. Die schieben ein bisschen über die Achsen. Danke dir, Kojo. Und leider echt schade, was da passiert ist. So, Bärenmann jetzt im Angriff auf Mitchell. Oh, aufpassen, Mitchell kommt ja mal raus. Genau, und Perry hinten dran auch. Aber Bärenmann, der muss natürlich gucken, dass er nicht so viele Plätze verliert quasi. Aber der muss halt safe fahren und mit sehr viel Kopf. Der kann dann nichts mit Brechstange machen, denn wenn er mit diesen Reifen quasi jetzt schon reinkommt, dann kann er diese, also den Mediums kann er nicht ausfahren. So, jetzt der Angriff gegen Mitchell und das klappt. Bärenmann außen vorbei jetzt quasi an Mitchell und Papa Danne
holt sich Perry auf. Und jetzt Perry auch wieder mit DRS. Und Perry probiert's innen. Dann weiß aber, außen ist der bessere Weg. Perry steckt zurück. Oh, da gehen sie alle weit. Behrenmann, Perry, Behrenmann und Mitchell vor allem. So, und jetzt der Angriff hinten von Mitchell. Und das klappt auch. Mitchell, oder? Behrenmann, oder? Oder wie schaut's da aus? Mitchell vor Behrenmann. Und jetzt vielleicht die Attacke mit Papadanne noch. Boah, Wahnsinn. Oh, und jetzt Papadanne mit diesem Verschätzen. Oh, das ist ja... Oh, Leute, wenn ihr das überlebt... Nein, Perry fährt hinten auf und an den Flügel weg. Nein, Leute, scheiße. Aber das war klar, dass das nicht gut geht. So, Danne fährt weiter. Behrenmann auch, da ist alles glatt gelaufen. Perry muss in die Box, Mitchell auch. So, vorne die Platzänderung wieder. Leroy holt sich P1 wieder. Und die Macht hat hier wirklich Tuchfühlung in diesem Rennen, ne? Wenn er es clever macht, vielleicht mit Undercut später, dann hat er eine Riesenchance, sein erstes Rennen überhaupt bei uns in der Liga zu gewinnen. Weil die Qualität nach wie vor sauhoch hier. Und mittlerweile in diesem ganzen Trubel hat Rumbleby jetzt auch Justice überholt, der zurückgefallen ist auf P6. Aber trotzdem natürlich ein super spannendes Rennen. Krupp Stalingrad, also wie gesagt, der ist der... Ja, okay, die Macht kann auch nicht wirklich angreifen, ne? Weil die alle halt DRS haben. So, jetzt wird sich gleich Shikuro wieder ranziehen können. Ah, Safety Car! Enchant ist raus. Und zwar unten in Kurve oder nach Kurve 3 quasi, die nach unten rechts abknickt. Das heißt, Safety Car ist anwesend. Und jetzt kann natürlich gestoppt werden. DJ nutzt es, Robin nutzt es. Wer noch? Bei dem Mercedes nicht. Also Inge hat auf Softs 6 Runden alt. Da bin ich mal gespannt, wie lange die halten dann. Weil Perry, der war natürlich vorhin in der Box. Hat natürlich jetzt sehr viel Zeit gekostet. Wenn die anderen nämlich jetzt reinkommen können, um sich neue Reifen zu holen. Mit dem Abstand halt. Ne? Die werden dann keine Plätze verlieren. Aber. So. Liro. Oh ja. Oh ja. Und alle vier. Und das ist meiner Meinung nach auch das absolut Richtige. Das hoffen wir, dass da keiner Flügelschaden hat. Weil Leroy hat nämlich die Dingens noch drin. Halt mit dem Boxenlimiter und so. So. Die bleiben alle so. Ja, ist das geil. So, Behrenmann fährt weiter. Und geht erstmal in Führung auf diesen Mediums. Und hofft jetzt, diese Reifen nochmal umsetzen zu können, dass er einen möglichst langen Stint hier raus machen kann und dann hinterher mit Softs fahren kann. Also von der 19 vor auf die 1. Aber, ja, okay. Also hier gibt es jemanden, der jetzt da theoretisch nicht reingehört. Das ist nämlich German Mado. Also nichts für Unmut natürlich, Roland. Aber er splittet es gerade etwas, weil Leroy es geschafft hat, vor Roland rauszukommen, vor German Mado. Und dann vor Shikuro und die Macht und auch Krupp Stalingrad steht. Das macht es natürlich jetzt für Leroy sehr angenehm. Aber ich bin mal gespannt. Eigentlich sollten die alle sofort vorbei können an German Mado. Naja, ohne Gas nichts los, Justin. Kennst du auch, wer Bremsen verliert.
manchmal auch, wer Gas gibt, nehme ich das Auto dann. Also die Konstellation ist sehr gut für Alpha Tauri. Ja, Platz 1 wäre man, wie gesagt, der kann sich ein bisschen verteidigen, auch denke ich mal noch gegen Leroy. Und dann vielleicht, dass Shikuro da rankommt. Was sagen denn unsere Telemetriedaten? Die Strafanzeige. 3 Bastl, 3 Jumbaro, 3 DJack und 3 Robin. Also ich bin überrascht, dass es insgesamt erst 4 Strafen gegeben hat. Ja, genau, Moppy. Bremsen macht die Felgen dreckig. So, wir haben alle eingesammelt. Das werden wir nochmal durch. Wären wir noch 1? Bastl 2. Lixas 3. Leroy 4. Germanado 5. Shikuro 6. Dimach 7. Krupp 8. Rumblebee 9. Justice 10. Dann 11. Lösch 12. 13. Barry 14. Mitchell 15. DJ 16. ist Inge. 17. ist Robin. So, gehen wir natürlich wieder von den Strafen weg. Schauen wir uns die Runden an. Behrmann jetzt Tempo vorgeben. Und wir schauen rein in Leroy. Oder? Nein. Wir schauen mal rein einfach in Shikuro. Denn da ist nämlich wichtig, dass er vorbeikommt und direkt dran ist an Leroy. So, jetzt haben wir das Tempo gemacht. Vorgegeben von Bass, von Behrmann natürlich. Alles erstmal so geblieben. Ah, jetzt der Angriff von Shikuro bereits. Und das ist natürlich wichtig. Die Macht versucht mitzugehen. Und zwar über außen. Und da will ich rein. Und es ist gut gegangen. Die Macht hat es genutzt. Und jetzt auch Krupp Stalingrad über rechts. Auch er zieht mit. Das heißt momentan alles wieder beim Alten in dieser Viererkonstellation hintereinander. Auch Rumblebee hat die Chance noch genutzt, vorbeizugehen. Justice wird sie jetzt auch nutzen. Ja, tut er. Innen vorbei. Sensationell. So, Lixas vorne im Williams. Möchte natürlich auch vorbei am Bastl. Der hat schon 11 Runden Soft drauf. Das macht es nicht gerade einfach mit ihm, hier um die Strecke zu fahren. Leroy lauert. Und natürlich wird Shikuro die Macht und Krupp dann auch noch hinten dran kommen. So, Bergaufpassage. Reinzustechen wird zu riskant und Leroy. Sehr enge Nummer hier, muss ich sagen. Und Shikuro, kann er das nutzen über außen? Der ist neben Leroy. Das weiß Leroy auch. Achtung, Felgen hier. Boah, Wahnsinnsduell zwischen den beiden hier. Aber es sieht wieder aus für Leroy. Boah, ist das eine Konstellation. Wahnsinn. So, Lixas natürlich auch dran am Basteln. Das Basteln ihn ein bisschen ziehen kann mit DRS, ne, gleich. Weil dahinter kommt die geballte... das Quartett. Das Quartett, was heute vom anderen Stern fährt. So. Der Angriff außen vorbei. Oh, da verschätzt sich Leroy schon, aber mit Lixas nicht verkeilen. Es wird natürlich kann eng werden hier. Sind aber natürlich beide sehr gute Fahrer, erfahrene Fahrer. Aufpassen. Und Shikuro probiert innen vorbeizugehen. Onboard rein. Hat Lixas genau vor sich. Kann aber Leroy innen reinziehen. Nee.
Es bleibt auch hier so. Boah, Leute, ich schwitze mir hier ein wenig. Ich muss gleich duschen gehen nach dem Rennen. Auch wenn ich nicht mitfahre, ihr seid krank hier. Die fahren ja fast nebeneinander hier um die Strecke. Boah. Lixas, oh, jetzt natürlich aufpassen. Da war eine Berührung da. Aber natürlich, hier muss man aufpassen, denn man hat hier sogar noch den doppelten Windschatten mit zur Verfügung. Und die Macht hat Chikuro überholt gehabt und ist jetzt hinter Leroy. Boah, ich kann fast nicht mehr hier. Was ein Rennen. Guckt sich das mal an. Von Platz 2 bis Platz 10 runter. Alle fast in einer Sekunde. Und natürlich, was Bastl und Lixas machen, das ist gut für Beremann. Unter Umständen, ne? Also ich warte eigentlich nur, bis da wer abfliegt. Also nicht, dass ich es irgendeinem gönne natürlich hier. Aber das ist ja wirklich richtig am Limit. Und oh, kleine bisschen durcheinander, weil Bastl sich in die Box verabschiedet. Deswegen jetzt Lixas auf 2, Leroy auf 3. Boah, Leute. Vorsicht, Bastl geht natürlich weit zurück jetzt. Und jetzt Platz 4. Die Macht wird da mitgehen. Nein, er kann es noch nicht. Leroy kommt sehr weit raus. Aber jetzt muss... Oh! Was für ein Schlenker von der Macht! Und damit kann durchaus Chikuro angreifen. Ja, aber die Macht hat trotzdem eine gute Position. Kann reinbremsen. Und das macht er auch. Aber jetzt wird es trotzdem eng dagegen zu halten. Aber er ist vorne. Durch diese langgezogene Rechtskurve dort. Aber jetzt gleich wird sich die Macht auch Lixas holen. 13. Abstand. Das muss jetzt funktionieren. Oder was heißt jetzt? Aber gleich auf der längeren Passage bergauf muss er die Chance nutzen, da vorbeizugehen. Jetzt genau. Jetzt muss er zünden und das sieht gut aus. Das wird zünden. Er muss links vorbei. Ja. Und hat sogar noch Windschatten jetzt von Leroy. Hier sieht man das mal richtig schön. Und kann sich ranfahren. So, Rumblebee hinter Krupp Stalingrad. Auch nicht unbedingt. Oh, vorne schon. Chikuro hat es genutzt, die Chance. Vorbei an Lixas hier. Auch Chikuro hat es klasse nachgezogen. So, wie gesagt, Rumblebee kämpft hier um Platz 6 gegen Krupp Stalingrad. Gegen den Doppelweltmeister der letzten beiden Seasons. Puh, puh, puh. Aber jetzt die Macht natürlich. Der darf keinen Boden verlieren an Leroy. 8. dort. Wir haben Gelb in Sektor 3. Das ist Robin. Robin steht da unten. So ein 6, 3, 5, 5 von der Macht dahin geknallt. Und vorne noch Beremann. Heißt aber jetzt auch, Leroy hat auch DRS, was offen ist, gegen Beremann. Der fährt 17 Runden bereits auf diesen Reifensatz. Jetzt gibt es schon den Angriff innen vorbei von Leroy. Da kann er nicht mehr sich wehren. Die Frage ist halt, wie lange fahren kann auf diesen Reifen, ne? So, die Macht 14. dahinter, hinter Leroy, hinter Beremann. Aber fast eine Sekunde jetzt auf Leroy. So, Rumblebee muss sich eigentlich ins Lixas schnappen. Sonst verliert er zu viel Zeit auf Krupp Stalingrad. Jetzt wird es auch nicht klappen, oder? Nee.
Da reicht es einfach nicht. Da brauchst du dich nicht zeigen. Du bremsen, schön durch die Kurve fahren. Jetzt attackieren. Oh, Lix, das kassiert sogar noch die Zeitstrafe. Und jetzt geht auch Rumbleby da vorbei. Jetzt zündet das DRS. Der DRS-Flügel nochmal. Und da geht er auch innen vorbei. Ja, das passt. Was aber nicht geklappt hat, ist, dass die Macht vorbeigeht an Beerenmann. Weil Beerenmann, muss ich sagen, hält alle auf. Und Leroy kann nämlich seine Runden da fahren. Ne? Aber er lässt sich natürlich auch noch mitfahren durchs, mit dem DRS-Fenster. Von daher passt es noch sehr gut. Aber jetzt muss gleich die Macht und Shikuro irgendwie vorbei. Guckt, der ist die ganze Zeit nur auf Lauerstellung, hält sie aus dem Gröbsten raus. Eigentlich kein großes Überholmanöver hier. Und jetzt natürlich. Jetzt muss er zünden, weil Beerenmann hat keinen DRS mehr zur Verfügung. Und der schnellste Mann auf der Strecke würde ich... Oh, da kommt er weit raus und jetzt aufpassen. Shikuro ist neben ihm und Shikuro geht vorbei. Und jetzt natürlich eine sehr interessante Konstellation, weil Beerenmann, der wird natürlich Shikuro fahren lassen. Und Shikuro hoppt natürlich nochmal auf Grund via Team Order. Und das haben sie clever gemacht. Vor dieser Kurve der Platztausch. Und die Macht probiert da auch schon vorbeizukommen, aber das geht nicht. Und Krupp nutzt jetzt die Chance über rechts. Ihr seid doch wahnsinnig. Krupp ist vorbei auf die 4. Was für ein Rennen. So, jetzt fährt Beerenmann in die Box. Er bleibt auch ganz weit rechts. Boah, meine Fresse. So, Rumblebee ist hinter der Macht. Und die Macht hinter Krupp Stalingrad. Und Shikuro vorne. Der muss sich die Seele aus dem Leib fahren, und um an Leroy jetzt ranzukommen. Also man muss, ich muss sagen, was Beerenmann so unbedingt oder so... Ah, Kollision hier. Ich hoffe, dass wir keinen Frontflügelschaden haben jetzt bei der Macht. Hoffen wir das nicht. Da hinten ist Gelb und das ist Lixas, der sich gedreht hat. Und Rumblebee! Rumblebee holt sich Platz 4 gegen den McLaren. Und das kann wirklich sein, dass die Macht sich den Flügel kaputt gefahren hat. Am Heck vom Krupp Stalingrad. Ganz bitter. So, gehen wir mal kurz zu Platz 8, denn Mitchell gegen Lurch. Ja, Mitchell fährt ein bisschen andere Linie hier. Ah, hier muss er wieder aufpassen. Wir hätten weiter innen anfangen müssen, aber Lurch jetzt auch einen Schlenker nach innen. Und D-Jack auf der 10 versucht auch hier vorbeizukommen, aber das ist wie gesagt gar nicht so ein... Ah, jetzt fährt er hier über die Randsteine und hat die nächste Zeitstrafe. Damit sind es wir 9. So, Mitchell jetzt schon vorbei. Da muss er wirklich sehr viel vom Gas gehen, aber sehr fair gemacht. So, jetzt aber innen vorbei, der Mitchell. Mit dem nächsten DRS-Fenster. Aber jetzt versucht Lurch direkt zu kontern. Er ist jetzt innen, aber jetzt ist dann auch wieder Mitchell vorne. Und auch die lassen sich gerade gut Platz hier. Hoffentlich verschrei ich es nicht. Nein, jetzt verschrei ich es doch. Mitchell ist raus. Boah, na, na da. Na, der Autoput. Lurch muss auch in die Box. Mit beschädigt. Damit kommt D-Jack vor auf die 7. Aber wie gesagt, muss ja 9 Sekunden rausfahren. Beerenmann nach dem Stop. Schnellste Runde gefahren. 1-6-0. So, die Macht hinter Rumblebee. Aber die ersten 4 halt noch straffrei.
Also schafft Rumblebee jetzt sogar hier das erste Podest in dieser Season. Oder überhaupt, glaube ich, in der Liga. Wer ist ein Novum? Aber es stehen drei erstklassige Fahrer auf 1, 2 und 3. Und jetzt kassiert auch Rumblebee die erste Zeitstrafe und das ist bitter. Das muss halt aufpassen. Die Macht hat 3, Perry hat 3. Die fahren jetzt direkt gegeneinander. Sonst hätte er ja noch ein Überholmanöver dort zulassen können von der Macht. Aber jetzt geht das nicht mehr. So, und vorne. Krupp hat sich rangefahren an Shikuro. Aber Shikuro kommt nicht wirklich näher ran. Und Behrmann brennt die nächste Zeit dahin. So, Rang 8. Bastl ist dran an DJ und wird innen vorbeigehen. Sehr gut gemacht von Bastl. Er holt sich P7. Und auch von den Zeitstrafen her. Da hat er auch 9 schon. Das heißt, das war ein direktes Duell jetzt um die Punkte, Platz 7 und 8, Bastl und DJ. Und vorne, Krupp Stalingrad, der hat jetzt in das Rennen gefunden, muss man sagen. Der hat jetzt wirklich sehr gut aufgeholt gegenüber Shikuro, der doch federn lässt auf den Erstplatzierten. Jetzt kommt schon der Angriff, denke ich. Naja, der wird schon kommen. Nein, der wird nicht kommen. Ja, der ist ja zu brav. Da ist er zu brav. Nur eigentlich Krupp weiß, er muss da vorbei. Ne? Das kann er mit Leroy nicht unbedingt Schritt halten. Und halt Rumblebee auf der 4. Der muss. Also ich habe das Gefühl auch, er kann schneller als Shikuro. Aber es gibt kein Vorbeikommen halt, ne? Na, jetzt hat er sich hier vertan in dieser Kurve. Und da klebt natürlich die Macht direkt dran an seinem Flügel. Aber wirklich, wie er der ist, kommt er da nicht vorbei. Aber wie gesagt, eigentlich müssen sie sich erst Shikuro schnappen. Und die Macht hat jetzt abreißen lassen. Ein bisschen. Boah, aber Rumblebee, was der da vorne mitfährt, das ist klasse. Lixas jetzt auch eine Strafe. Und man sieht's, die fahren alle drei sogar eine komplett unterschiedliche Linie. So, Behrmann wird sie jetzt gleich Bastl holen auf der Start und, na, nicht auf Start und Ziel, aber auf der Bergaufpassage Richtung Turn 2. Oder? Also, na, so richtig kommt der tatsächlich noch nicht ran. Nee, auch noch nicht. Also es sind noch 9 Zehntel von Behrmann. Und vorne halt, da geht die Post ab. Gerade war Shikuro mal unter 2 Sekunden dran an Leroy. Aber Rumblebee, der ist wirklich absolut in Fu. Nein! Jetzt dreht er sich weg! Boah! Rumblebee auf B5! Jetzt nur noch! Und aufpassen, wenn dahinter dann die nächsten kommen, wie Bastl. Da kommt da dahinter Rumblebee, aufpassen noch.
So, Rumble ist wieder auf der Piste. Oh nein, die Reifen sind noch kaputt und Bastlerdusel. Bastelbeere, Mann, haben sowas von Glück. Und jetzt vorne der Angriff. Jetzt ist er vorbei. Und jetzt muss Krupp Stalingrad sowas von Lunte geben, um noch in diesen 8 Runden da vorne an Leroy ranzukommen. So, Beeremann und Bastel, das wird sich jetzt erledigen. Richtung Beeremann. Bastel hält außen noch dagegen. Und das war clever. Reicht aber jetzt sowieso für Beeremann. Der wird innen vorbeigehen. So, D-Jack gegen Inge. Da ist D-Jack vorbei. Auf Platz 11. Hat aber wie gesagt haufenweise Strafsekunden im Gepäck mit 9 Stück. Bastel hat seine 9 fast auf Justice rausgefahren. Also da muss Justice irgendwie noch was zeigen, dass er da reinkommt an Bastel. Also schneller ist er im Alpin. Beeremann jetzt auch mit 3 Sekunden dabei. Das heißt, die Macht fährt gegen Beeremann im direkten Duell, aber das sind noch 11 Sekunden Abstand. Da wird Beeremann fast nicht weiter nach vorne kommen. Kann ich mir nicht vorstellen. So, Shikuro weiterhin im Duell gegen Krupp Stalingrad und Leroy halt vorne. Und wenn der jetzt das Rennen auch wieder gewinnt, also ich muss da sagen, also in unsere Liga passt er hier trotzdem top rein. Von der Qualität her wird auch Leroy hier richtig gefordert. Das sind 3,3 Sekunden und es waren richtig harte Fights. Und er hatte nur das Glück nach dieser einen Safety-Car-Phase, dass Germano so ein bisschen dazwischen ist. Dann Beeremann hat hier wirklich jetzt ein Zünglein an der Waage gespielt mit dem Dazwischensein und ein bisschen Abstand gewinnen. Aber leider auch halt für Shikuro, ne? Dass Shikuro nicht mehr im DRS-Fenster halt in der Sekunde war. Und seitdem kann Leroy das vorne richtig gut kontrollieren. So, wir haben Barry jetzt im Angriffsmode. Auf Rumblebee, aber der will auch Justice angreifen. Und das geht nicht. Oh, das ist eine Klasse gemacht von Rumblebee. Der hat Justice hier richtig, ich will nicht sagen genatzt, aber das war schon nicht so schlecht. Da hat sich Justice dann wirklich von ihm so foppen lassen, dass er sich so dermaßen verbremst ist, dass auch noch Perry vorbei ist auf die 8. Aber Rumblebee mit alten Mediums gegen neue Softs von Perry. Da wird Rumblebee, glaube ich, nicht viel mithalten können. Aber jetzt Perry wird sich Rumblebee holen. Na, hier, wie gesagt, ist das auch. Was war das? Sah mir nach ein bisschen rumlecken aus. Auf Bastel, genau rechts rum. Ist eine Alternative, da holt er sich Platz 7. Also, Barry 7., Rumblebee 8., Justice 9. und Lurch auf der 10. So, eben mal zu Rang 14. Denn Gemmaro gegen Papa Danne im Duell. Danne auf neuen Softs, ne? Und da wird es gleich aufeinandertreffen geben von Danne und Inge. 13. Danne, 12. Inge. Und vorne jetzt auch wieder Justice. Auch er versucht sich jetzt Rumblebee natürlich zu holen. Also dieser Dreher, den hat da gemacht, dann auf P4 liegen. Boah, das war tödlich. Und jetzt der Angriff, Reback von Shikuro gegen Krupp.
Nein, der kommt nicht, dafür ist es zu groß, das Loch. So, Bastel auf der 6 nach wie vor. Und der hat 9 Sekunden Vorsprung vor Perry, Rumblebee und Justice. Vor allem vor Justice ist es wichtig. Weil Perry natürlich auch die 3 Sekunden oben drauf hat. Und wir haben nur noch 4 Runden, Leute. Und wir haben ein Safety Car. Und wir haben 16 Leute hier noch mit dabei. Also Justice, wie gesagt, er möchte sich Rumblebee noch auf der Strecke holen. Er wird zwar an beiden noch vorbei, wegen der Zeitstrafen, aber naja, wenn man es auf der Strecke noch erledigen kann, was sicher ist, dann, ne? Wie schaut es denn dann aus? Also DJack wird keine Punkte holen können in McLaren. Es sind 9 Sekunden, da verliert er sogar noch einen Platz an Inge und an Daniel, wie es ausschaut, so gerade noch. Rückstand sammelt jetzt fleißig ein. Wir haben gerade gelb gehabt wieder. Und ist schon wieder weg. Ich kann natürlich jetzt auch auf den Strafen draufbleiben. Einfach, dann hat man gleich eine bessere Übersicht, was das Rechnen angeht. Bastel versucht irgendwie noch Bärenmann vorbei zu oder ranzukommen, das bringt im Endeffekt nichts. Ja, und es ist halt ein knapper 10 Sekunden Vorsprung von Bastel auf Justice. Das heißt, Bastel wird dann doch Platz 6 behalten können. Rumblebee 6 Sekunden jetzt. Und damit wird es fast noch in den Lurch. 12 Sekunden D-Jack. So, Schiffkugel. Weiter im Fight gegen Kumpadre Krupp Stalingrad, der immer noch jetzt auf 2 ist, aber auch er hat jetzt in den verbleibenden 6-7 Runden eine Sekunde auf Leroy verloren. Aber wie gesagt, auch Leroy darf keinen Fehler machen. Das ist natürlich hier echt, kann leicht passieren. So. Rumblebee auf 3. 6 Sekunden drauf. Verliert einen Platz, das heißt, er wäre nur noch 9. Ja, jetzt ist Shikuro dran. Jetzt wird Shikuro den Angriff setzen gegen Krupp Stalingrad und das gelingt. Super vorbeigefahren. So, jetzt der direkte Konter. Krupp Stalingrad, also es ist mega. Krupp Stalingrad, Platz 2. Hinten jetzt ein Platztausch. Wieder Rumble, also Rumblebee hält sich gegen Justice noch. Also sehr gut, würde ich sagen. So, aber jetzt in der letzten Runde muss einer der größten Favoriten, die wir hier auf dem WM-Titel haben, nämlich Shikuro Tenno, muss jetzt vorbei in der letzten Runde durch oder über die DRS-Zone. Jetzt ransaugen. Jetzt bergauf vorbeifahren. Und das sieht gut aus. Oh, da fehlt ihm vielleicht ein bisschen. Na, oder. Oh, na, na, na. Aber jetzt wird er vielleicht anfangen können. Ja, das hat er nicht gut gemacht. Na, 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 na. Nada. Da fehlte was an der Rausbeschleunigung. Und deswegen Krupp bleibt Zweiter. Meine Güte, was für ein Rennen. So, und die letzten Kurven jetzt. Mit Leroy einfach mal zum Genießen nochmal. Viel passieren wird jetzt nicht mehr unbedingt. Nicht mehr zwingend was. Rumblebee hat jetzt sogar 9 Sekunden noch drauf, aber wird in den Punkten bleiben.
Also, Gratulation, Leroy. Und jetzt ist er voll mit dabei um den WM-Kampf. Leroy gewinnt vor Krupp Stalingrad und Shikuro Tenno auf 3. Dann die Macht wird Vierter. Behrenmann auf dem Weg, Platz 5. Bastel holt Rang 6, so wie es auch ausschaut. Perry wird den Platz noch verlieren, genau wie Rumblebee. Und da haut sie noch einer weg. Ich glaube, das war Bastel nochmal schön am Fliegen, glaube ich. So, Lurch auf der 10. 11. D-Jack. 12. ist dann Inge. Oder kommst du noch nach vorne wegen Zeitstrafen? Lurch vielleicht? Ja, nee, Rang 11. Oh, Master Crash! Ja, Leute, was ist hier los? Okay, ihr dürft mal. Also, wer noch nicht gerammt hat, darf es heute auf Start und Ziel machen. Also, Fahrer des Tages wird Behrenmann. Was für ein Rennen, muss ich sagen. Ja, ich muss gleich auch noch duschen gehen. Mal gucken, wann ich dann ins Bett komme. Ich muss mich jetzt erstmal erholen. Ich glaube, ich brauche heute eine Schlaftablette. Oder wie war das noch mit Koks und Nutten oder so? Also, naja. Also, wer besorgt Koks, wer besorgt Nutten? Ich bin für beides bereit. Also, was für ein Rennen. Boah, einfach Wahnsinn. Also ich glaube, ich werde es gleich schon veröffentlichen, das Rennergebnis, damit ich das schon mal weg habe. Wenn irgendwelche Strafen oder sonst was kommen, werden die natürlich später auch eingefügt. Und ja, ich würde sagen, Leute, ich schaue jetzt nochmal rein, wo es nächste Woche hingeht. Hallo, lieber Rennkalender, da. So, es geht nächste Woche nach Portugal. Einfach brutal. Da geht es weiter mit Portugal, Belgien, Bahrain, Monza. Und es ist mit Abstand die spannendste Saison, die wir bisher hatten und haben. Also richtig klasse Race. Und ich verbleibe jetzt erstmal so. Wir sehen uns weiter und ich bin dabei. Wir treffen uns gleich, ne, hier mit Lubica und so. Geht klar. Also, bis dann, Leute. Macht's gut und bis nächsten Montag zur nächsten JVK Racing League in Portugal.